Bayerns neues Trikot, Florian Kohfeldt und Henrik Mkhitaryan. Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Flo, los geht's. Der FC Bayern stellt sein neues Trikot vor. Allerdings kann das weder ich noch einer von euch tragen, denn es ist nur digital verfügbar. In FIFA 18 kann man jetzt mit dem neuen vierten Kit zocken. Neben dem FC Bayern haben auch Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin ihre neuen vierten Jerseys vorgestellt. Natürlich nur verfügbar in FIFA Ultimate Team. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das cool oder eher unnötig? Oder hättet ihr die Jerseys einfach gerne in echt? Lasst es mich wissen, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Florian Kohfeldt bleibt weiterhin Trainer von Werder Bremen. Nachdem er den Trainerposten im Oktober von Alexander Nuri übernommen hatte, wird er jetzt auch über die Winterpause hinweg gebunden. Besonders, weil die Ergebnisse in den letzten Wochen ziemlich positiv waren. Unabhängig vom Ausgang des Pokalspiels gegen den SC Freiburg sehen wir die gewünschte Weiterentwicklung der Mannschaft und möchten Florian Kohfeldt die Möglichkeit geben, seine Arbeit dauerhaft fortzusetzen. Ziel muss es sein, den Klassenerhalt zu sichern und die Mannschaft in der kommenden Saison weiterzuentwickeln. Wir hoffen auf eine lange Zusammenarbeit. Positive Ergebnisse und eine gute Weiterentwicklung? Bei welchen Trainern gab es das am Anfang noch bei Werder Bremen? Viktor Skripnik und Alexander Nuri. Weiß jemand, was mit denen passiert ist? Der BVB ist auf dem Transfermarkt weiterhin aktiv und wird mit den verschiedensten Spielern in Verbindung gebracht. Jetzt sogar mit welchen, die schon mal schwarz-gelb gespielt haben. Henrik Mkhitaryan ist ein heißer Kandidat für einen Wechsel zurück zu Borussia Dortmund, so berichtet der Independent. Die Chemie zwischen Mkhitaryan und Jose Mourinho soll nicht mehr stimmen, es soll unzählige Meinungsverschiedenheiten gegeben haben. Deshalb steht der Armenier bei Manchester United jetzt vor dem Aus. Er wäre auf jeden Fall nicht der erste Rückkehrer. Mit Götze, Sahin und Kagawa hat man ja schon einige von denen in den Reihen und ganz ehrlich, es klappt eigentlich ziemlich gut mit denen. Noch ein kleiner Einschub, der HSV hat mit seinen dienstältesten Spieler verlängert. Dennis Diekmeyer verdient jetzt sage und schreibe 110.000 Euro im Monat. Ich sag dazu gar nichts mehr. Es ist wieder Adventskalenderzeit und hinter dem 19. Türchen befindet sich... ...1860 München. Von der dritten Liga in den Amateurbereich und all das nur, weil Hasan Ismaik sich stur stellt. Durch fehlende Lizenzzahlungen wurde 1860 zwangsweise abgestiegen, 11 Millionen Euro hätte man zahlen müssen. Nur Hasan Ismaik hätte das Geld aufbringen können, hat das aber an so absurde Forderungen gebunden, dass man lieber den Abstieg in Kauf genommen hat. Jetzt kann man allerdings einen Neuanfang einleiten und so schlecht sieht das Ganze ja schon gar nicht aus. Und natürlich gibt es neben dem ganzen Quatsch, den wir erzählen, auch noch einen richtigen Adventskalender in der OneFootball-App. Also auf jeden Fall mal auschecken, denn da könnt ihr bis zum 24.12. jeden Tag Preise gewinnen. OneFootball-App jetzt!